Hallo zusammen, Jakob hier. Wie ihr seht, habe ich hier ein relativ schwarzes Bild vor mir. Die Älteren unter euch, vielleicht auch die etwas Jüngeren, werden erkennen, es handelt sich um eine DOS-Oberfläche. Die ist natürlich nur emuliert, entsprechende Programme und so könnt ihr sicherlich selber schnell rausfinden. Welchen Grund hat es, dass ich hier eine DOS-Oberfläche benutze? Nun, ich habe ein Let's Play angefangen von Master of Orion 2 zusammen mit Jan, wo er spielt und ich ihm assistierend über die Schulter schaue. Und da bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, wieder in alten Zeiten zu schwelgen und dachte, warum da halt machen? Ich kann in noch älteren Zeiten schwelgen. Denn es geht um das Spiel, ich gebe es mal ein. Civilization Teil 1. Das habe ich damals gespielt, ich glaube 95, 94 oder 95, als sich mein Vater seinen ersten Rechner zugelegt hat. Und auch da war das Spiel nicht mehr brandneu. Das ist, glaube ich, aus dem Jahre 1991, aus dem legendären Hause Microprose, also dasselbe wie Master of Orion 2. Gut, inzwischen sind wir natürlich bei Teil 6 angekommen, was Civilization betrifft. Das ganze Spiel hat sich dann doch ziemlich gewandelt, aber ich würde sagen, ich starte es jetzt einfach mal. Wie ihr seht, es ist so alt, dass man da noch auswählen kann, dass man es in 16 Farben spielt. Ich werde trotzdem mal die, also Ultra-Hardcore-Benchmark-Variante 256 Farben wählen. Und was hier den Sound betrifft, muss ich ein bisschen gucken. Ich hoffe, dass das funktioniert. Die DOS-Box ist da so ein bisschen schwierig, was Sound betrifft, also was Stottern der Musik und sowas betrifft. Deswegen, ja, ich werde es erstmal einstellen und wenn der Sound gar nicht gehen sollte, dann überlege ich mir was anderes. Und ja, Maus und Keyboard natürlich. Und jetzt kommt hier der, also umfangreiche Vorspann, der, glaube ich, auch, wenn man in das Verzeichnis guckt, als Textdatei oder sowas vorhanden ist. Zumindest kann man den Text so weit bearbeiten, dass man sich auch selber in diesen Vorspann reinschreiben kann. Aber gerade habt ihr schon gesehen, der legendäre Sid Meier war eben federführend hier beteiligt. Diese ganzen Sim-Spiele, wenn ich das jetzt gerade richtig weiß, sind eben maßgeblich auch auf seinen Mist gewachsen. Aber inzwischen hat er sich, glaube ich, schon lange zurückgezogen oder ist tot oder was auch immer. Jedenfalls seht ihr, nähern wir uns gerade optisch so dem Zentrum eines Sonnensystems oder einer Galaxie oder was auch immer an. Also es sieht jedenfalls alles relativ stellar und astronomisch wertvoll aus. Auch Chris Clark war dabei und Michael Craighead und so weiter. Ja, ist jetzt gerade kein besonders spannender Vorspann, aber ich dachte, ich zeige euch trotzdem mal in voller Länge, damit ihr seht, wovor wir damals in die Knie gegangen sind. Gut, ganz so war es vielleicht dann doch auch nicht. Gut, was habe ich mir überlegt? Die Geschichte ist die, in diesem Spiel gibt es eine Einheit, nämlich den Streitwagen. Der Streitwagen ist auch in späteren Civilization-Teilen eine relativ nützliche Einheit gewesen, weil sie relativ viel Wumms hat und man sie relativ schnell schon entwickeln kann. Und da habe ich mir irgendwann mal die Überlegung gemacht, im Prinzip wäre es doch möglich, mit einer einzigen Einheit Streitwagen die ganze Welt zu überrennen. Und das habe ich jetzt vor, in diesem Let's Play zu machen. Das bedeutet, dass das Let's Play ja prinzipiell schon in der ersten Folge beendet werden könnte. Heißt aber auch, dass es auf der anderen Seite eben noch ein paar mehr Teile geben könnte. Je nachdem, wie lange mein erster Streitwagen so durchhält und ob ich bis zu dem überhaupt komme oder bis dahin dann schon von irgendwem anders zerstört wurde. Wie dem auch immer sei, wir haben hier die verschiedenen Möglichkeiten, unser Spiel zu starten. Entweder mit einer Zufallswelt oder mit einer eigens erstellten Welt. Oder aber eben auf der Erdkarte. Dazu muss ich sagen, also ihr werdet vielleicht im späteren Spielverlauf noch feststellen, okay, Hilfe bei der Erstellung dieses Spiels hatten die Programmierer wahrscheinlich schon irgendwie von Historikern oder sie hatten selber irgendwie so ein bisschen Ahnung davon. Von Geografen hatten sie allerdings nicht so besonders viel Hilfe, glaube ich. Wie dem auch immer sei, also ich starte das Spiel mal auf der Erde. Denn ich versuche es natürlich auch möglichst schnell hinter mich zu bringen, dieses Spiel. Ach ja, und jetzt kommt der eigentliche Vorspann. Am Anfang war die Erde wüst und leer.
So heißt es, glaube ich, schon in Genesis. Ich bin nicht ganz sicher. Aber die Sonne schien über die schlafende Erde und tief drin. Hey, der Text geht viel schneller, als ich ihn in Erinnerung hatte. Wir gehen hier so eine kleine Entstehungsgeschichte der Erde durch. Vielleicht ein bisschen ungenau und auch ein bisschen schnell erzählt, aber ja, wie auch immer. Also jedenfalls, ne, Lavaklumpen und dann kommen halt Atmosphäre dazu und komische Gase. Und dann Meeresströme und Feuer und Wind und Leben und kriecht auf die Erde da die großen grünen Tentakel. Ist ja, kennt ja jeder seine Urgroßeltern drin. Lalalala. Und Kontinente und etwas größere Lebensformen und was auch immer. Ach ja, also ich finde das hier ganz, schon ganz, ganz schick und stimmungsvoll, so als Einstieg. Deswegen schaue ich mir das mal mit euch auch gesamt an. Ja, Säugetiere und eine ganz besondere Spezies. Der Mann! Der Mensch! Ist dann aufgetaucht und ja, dann kommt hier Intelligenz und mit der Intelligenz kommt auch die Zivilisation. So, da haben wir die Zivilisation. Guck mal. Mit Flugzeugen und Raketen und Fernsehtürmen. Ja, das ist also alles, was dazu gehört. Mehr gibt's da nicht. Gut. Ja, mit in dieser Chariot-Challenge, sage ich jetzt einfach mal dazu, also die Streitwagen-Challenge, inbegriffen ist, dass wir es auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad spielen. Denn da sind die Kämpfe, sagen wir es mal so, einigermaßen fair, wenn nicht sogar dem Spieler noch ein bisschen zugetan. Bei höheren Schwierigkeitsgraden, da kann es auch sein, dass man mit einer im Prinzip guten Einheit gegen eine schwächere Einheit sehr leicht in einem Kampf verliert. Deswegen, ich spiele es hier auf einfachster Schwierigkeit und sage, dass 7 Zivilisationen insgesamt dort auf der Erde vorhanden sein sollen. Und jetzt kann ich mir aussuchen, welche dieser Zivilisationen. Ich würde sagen, da fängt es jetzt eben schon an, taktisch zu werden, indem ich mir dann natürlich eine Zivilisation aussuche, wo ich ja möglichst schnell auch auf andere Zivilisationen treffe, auf Gegner und so weiter. Auf der anderen Seite vielleicht selber ein bisschen gut abgeschirmt bin. Und deswegen wähle ich hier die Inder, weil die sozusagen hinterm Himalaya sitzen und von den anderen erstmal nicht groß gedingst werden, bedroht werden. Ja, ich könnte mich jetzt Gandhi nennen, aber ich meine, ich will ja auch schön aggressiv sein und so. Gut, der geneigte Civilization-Spieler unter euch wird wissen, auch Gandhi kann es ein bisschen aggressiver. Aber gut, an dieser Stelle würde ich sagen, nennen wir mich dann doch einfach mal nach meinem alten Namen, den ich mir dann immer gegeben habe, nämlich Slaughter J. Da können wir jetzt eben sehen. Ich bin jetzt der Anführer der Inder. Wie bei jedem Civilization-Spiel kann man zwar verschiedene Regierungsformen dort dann bei sich installieren, aber letzten Endes, man hat immer das eigentliche Sagen. Und hier sehen wir, was ich denn jetzt schon für Technologien vorher habe. Und das sind Bewässerung, Minen und Straßen, das hat man immer. Und ich habe jetzt echt den Jackpot gezogen, indem ich jetzt schon Kenntnisse habe, auch über Alphabet, Bronze und Reiten. Und das lässt sich ganz gut an. Hier fange ich jetzt mit meinem Siedler an und werde da jetzt gar nicht groß irgendwie
was groß dran rütteln, meine Position hier nicht groß verstellen, sondern werde direkt meine erste Stadt gründen, nämlich Delhi. Da hat man dann hier so seine kleine nette Animation. Und da haben wir die ersten Hütten von Delhi stehen. Und dies ist der Bildschirm, den man auch aus späteren Civilization-Teilen noch kennt. Hier hat man seine Bevölkerung, die Futtervorräte, beziehungsweise das, was so an Futter produziert wird in der Stadt, die industrielle Produktion, Handel, Geldeinnahmen und Forschung. Und hier haben wir eben die Möglichkeit, dann eine Einheit zu bauen oder auch ein Gebäude. Und ich denke, da es schon relativ nötig ist, sich zu Anfang ein bisschen auszudehnen, würde ich Siedler bauen. Nee, ich baue eine Phalanx, um meine Stadt zu sichern. Ja, und jetzt beginnt eben das, was besonders wichtig ist, nämlich die Forschung. Für mein Spiel ist es wichtig, das Rad zu erfinden, denn wenn ich das einmal mir angucke, hier hat man immer einen kleinen netten einführenden Text, so was die Geschichte betrifft und so. Und man bedenke das Ganze vor dem Zeitalter von Wikipedia. Also Respekt, das müssen Sie irgendwo anders abgeschrieben haben. Und hier dann eben auf dem zweiten Bildschirm das, was man damit anfangen kann. Und das ist unter anderem eben die Einheit, die wir hier brauchen, um das Spiel zu gewinnen, nämlich der Streitwagen. Und deswegen werde ich doch einfach mal das Rad erfinden, auch wenn da noch mehr nette Menschen Forschungen gewesen sind. Trotzdem, genau. Und jetzt sehen wir hier schon klein eingeblendet, die Forschung geht voran und ich dürfte eigentlich auch schon gleich fertig sein damit. Jetzt hier diese Texte, die da immer in Kästen eingeblendet werden, die werden wir uns mal gerade sparen zu lesen. Also hier habe ich jetzt meine erste hier Phalanx-Einheit gebaut und das reicht normalerweise auch schon, also erstaunlich lang, bis dann die Gegner mal mit etwas schwereren Waffen ankommen, um die Stadt zu verteidigen. So eine Phalanx, die ist erstmal gar nicht so schlecht und deswegen werde ich sie hier befestigen in der Stadt. Und sehe mir an, dass die griechische Zivilisation von den Russen zerstört wurde. Das heißt, ich weiß jetzt schon, dass es Russen gibt. Und ich weiß, dass irgendwo auf der Welt in den nächsten paar Zügen die Engländer auftauchen, weil die dieselbe Farbe haben wie die Griechen. Und ja, deswegen sozusagen die Nachfolge-Zivilisation davon sind. Und schon habe ich das Rad erfunden. Da steht mein kleiner Erfinder in zwischen seinen Säulen, die nicht besonders indisch anmuten. Na, was soll's? Und genau, da kriege ich jetzt denselben Text nochmal. Und dann haben wir hier die verschiedenen anderen Möglichkeiten. Es ist mir jetzt eigentlich relativ wurscht, was ich als nächstes erfinde. Ich werde die Produktion meiner Siedler hier direkt aufhalten und in einen Streitwagen ummünzen. Okay, warum ist ein Streitwagen so wichtig? Also, wie gesagt, er hat eine relativ hohe Angriffsfähigkeit dafür, dass er eben eine so frühe Einheit ist. Und er kann sich 2 Felder weit bewegen pro Spielzug. Wer jetzt nicht so drin ist bei Civilization, ja, für den vielleicht nochmal kurz erklärt. Wir haben hier eine ja, Karte von oben, das letzten Endes, wenn wir alles erforschen, wird das hier tatsächlich so aussehen in etwa wie die Weltkarte. Wie gesagt, große Hilfe von Geografen hatten sie wohl nicht. Da gibt es zum Beispiel keine neuseeländische Insel oder sowas. Ja, das Ganze verläuft hier eben so strategisch-taktisch, dass man seine Einheiten durch die Gegend bewegt und, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, seinen Streitwagen ja, eben bewegen kann, genauso wie seine Siedler. Wenn ich jetzt Gebäude bauen würde, dann würden die hier in der Stadt auftauchen. Kann ich mir hier auch schon mal angucken. Das ist immer noch meine Stadt, hier mit meinen 2 Bevölkerungseinheiten. Das sind 30.000 an Bewohnern. Okay, dann ja, weiß nicht, wie viel dann eine Einheit sind. Vielleicht dann 15.000, vielleicht auch was anderes. Wie dem auch immer sei, meine Stadt wächst eben mit der Zeit. Aber das ist gar nicht so das, worauf ich mich so sehr konzentrieren möchte, sondern ich will
losschlagen. Das hier ist mein Streitwagen, mit dem werde ich die Welt nicht nur erforschen, sondern eben auch in die Knie zwingen. Und deswegen gehe ich doch hier direkt los. Diese kleinen Hütten, da gibt es dann ab und zu verbündete Einheiten, die ich dann eben auch benutzen kann, oder Erfindungen oder aber auch kleine Städte dann schon und so. Ja, jetzt habe ich hier diese Pferdeeinheit, diese Kavallerie, die werde ich nicht groß benutzen, weil, ne, ihr wisst ja, ich möchte die Stadt mit meinem Streitwagen, die Welt mit meinem Streitwagen in die Knie zwingen. Aber zum Erforschen ist es schon mal nicht schlecht, okay. Ich bin hier zielstrebig nach Nordosten gegangen, weil ich dachte, okay, wenn es Chinesen gibt, dann würden sie hier sitzen. Gibt es aber ganz offenbar nicht in dieser Welt. Das bedeutet, ne, ihr seht, ich habe ja eine graue Farbe für meine Städte und meine Einheiten, und das haben die Inder immer in diesem Spiel. Und so ist es, dass die Chinesen hellblau wären, wenn sie denn vorhanden wären. Aber da es sie hier nicht gibt, weiß ich jetzt schon, es gibt die andere hellblaue Zivilisation, die hier im Spiel ist, und das sind die Amerikaner. So, jetzt treffe ich hier schon mal auf die Russen. Hier eine kleine russische Miliz hat sich vor mir aufgestellt, und dann rede ich doch einfach mal mit ihrem Anführer. Also wenig schmeichelhaft haben sie dann hier jetzt auch ausgerechnet Josef Stalin dann als ihren Anführer. Gut, ich meine, das Spiel ist rausgekommen, als die Sowjetunion gerade am Bröckeln war, aber trotzdem ist es jetzt vielleicht nicht das Allerschmeichelhafteste, dann so einen Stalin dahin zu setzen. Na, was soll's. Jedenfalls, nach so ein bisschen Vorgeplänkel bietet er mir direkt Frieden an, und ich denke mal, damit ich ihn nicht unbedingt direkt am Arsch habe, werde ich den Frieden auch annehmen. Und ja, er ist ganz zufrieden damit, dass wir jetzt Frieden haben. Hier im Hintergrund seht ihr auch schon ganz stimmungsvoll eigentlich, ne? Das sind so seine Berater, die er da stehen hat. Je nach Staatsform und auch Zeitperiode ändert sich dieses Bild dann eben. Dies hier ist jetzt so der Anfang. Staatsform ist hier Diktatur, und das hier ist eben die älteste mögliche Einblendung von Beratern. Aber ich finde das ganz stimmungsvoll eigentlich, so in der Steppe herumstehen mit so einem Stalin in voller Uniform und dann so ein paar Hansel daneben. Also mir ist jetzt eben auch egal. Ich werde jetzt einfach sagen, ja, ich bin froh, dass ich Frieden mit euch habe. Und schon bin ich Stalin wieder los. Ja, genau, mit diesem Pferdchen kann ich ja mal die Hütten hier erforschen. So, und mit dem Streitwagen werde ich einfach mal die Miliz umgehen und weiter erforschen. Okay. Ich habe ja gesagt, die Griechen sind zerstört worden. Die Griechen sind halt dieses Pink, genau wie die Engländer, die jetzt an dieser Stelle dann schon direkt gespawnt sind. Das heißt, jetzt kann ich mit den Engländern reden. Immer wenn man so eine Nachfolgezivilisation ist, dann wird man nicht dort spawnen, wo man eigentlich geografisch verortet wäre. Also ich als Inder bin eben auch wirklich in Indien gespawnt. Die Chinesen wären eben da gewesen, wo die Chinesen sind. Und die Engländer sind jetzt halt irgendwo mittendrin. Ja, mal gucken. Ich werde hier erstmal das Friedensangebot ausschlagen. Das bedeutet, jetzt ist die arme Elizabeth die erste relativ verzweifelt und bietet mir direkt all ihren Staatsschatz und all ihr Wissen an, damit ich endlich mit ihr Frieden mache. Und dann mache ich das doch einfach mal. Ja, sie hat aber offenbar kein Wissen gehabt, was ich nicht sowieso hätte. Und deswegen Gespräch beendet. Ich habe jetzt Frieden mit ihr. Und ich denke, genau, jetzt sind hier die Siedler fertig, und ich werde dem einfach mal hier ein langes Bauprojekt geben, nämlich den Kolossus, also den Koloss von Rhodos. Den werde ich lustigerweise hier einfach in Delhi im Landesinneren bauen. Und das gibt denen jetzt einfach erstmal jede Menge Zeit, und mir gibt es Zeit, mit meinem Streitwagen weiterzuschlagen. Das allerdings werde ich erst in der nächsten Folge hier bei Remastered in Angriff nehmen. Und ich hoffe, ich kann euch dazu dann wieder begrüßen. Bis dahin.